Modelsitterin, Friseurverbot und Ausgangssperre. All das enthüllt Ex-GNTM-Kandidatin Tamara Hitz nun im Interview mit Bild. Tamara war 2020 in der bekannten Modelshow von Heidi Klum. Sie hat dort wohl einige fortwährende Freundschaften geknüpft. Aber was passierte hinter den Kulissen noch? Zunächst einmal bestand für Heidis Mädels striktes Handyverbot. Außerdem durfte die luxuriöse Modelvilla selbst während Drehpausen nicht verlassen werden, so Tamara gegenüber Bild. Natürlich sollte so vermieden werden, dass die jungen Frauen nicht aus Versehen schon vor Ausstrahlung Details über die Staffel spoilern. Daher galt auch ein absolutes Verbot, Informationen während der weihnachtlichen Familienbesuche auszuplaudern. Besonders interessant ist auch, dass die als Modelmama bekannte Heidi sich zumeist nicht selbst um ihre Mädels kümmert. Dafür gibt es eine spezielle Model-Sitterin, welche Tamara wie folgt beschreibt. Die beste Nanny, die man sich vorstellen konnte. Deren Aufgabe war es laut der Blondine unter anderem, den jungen Haufen organisiert zu bekommen, Streits zu schlichten und immer ein offenes Ohr zu haben. Außerdem sei es den angehenden Models nicht erlaubt gewesen, während ihres Freigangs zum Friseur zu gehen. Interessant zu wissen ist auch, dass der Entscheidungswalk wohl gar nicht mal so wichtig ist. Zumeist zeichnet sich schon vorher ab, wer am Ende der Folge die Show verlassen muss. Aber wie? Ganz einfach, die Kandidatin bekommt an diesem Tag definitiv mehr Zeit vor der Kamera, so Tamara. Die alles entscheidende Frage ist doch, gibt es nun ein Drehbuch oder nicht? Die Szenen, welche es letztendlich auf den Bildschirm schaffen, seien gut überlegt und lassen selbst die eher schüchternen Mädels lauter als sonst wirken, so die Ex-Kandidatin. Außerdem heißt es, je auffälliger, desto mehr Sendezeit. Immerhin ginge es darum, gutes Fernsehen zu machen. Manche Redakteure versuchen bei Interviews, die Aktionen der Mädels in eine gewisse Richtung zu lenken. Vieles kam gar nicht aus unserem Mund. Es wurde sozusagen immer etwas Benzin ins Feuer gegossen. So manches Drama kommt bei GNTM also nicht von ungefähr. Auch nach ihrer Teilnahme an der Modelshow ging es für Tamara übrigens weiter. Auf Instagram unterhält sie mittlerweile fast 500.000 Follower. Die Blondine ist als Influencerin und Model tätig und hat sogar eine eigene Schmuckkollektion. Letztes Jahr wurde Riverdale-Darsteller KJ Apper zum ersten Mal Vater. Er und seine Freundin Clara Berry bekamen einen Sohn, Sascha Weick.